Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Path of Exile in unserem Let's Play Together zusammen mit Matze. Er steht wieder neben mir. Hallo. Und wir hatten letztes Mal Startposition. Richtig, genau. Ready to go. Wir hatten letztes Mal noch ein paar Quests offen, die wir jetzt abfrühstücken wollten. Und The Dweller of the Deep ist unsere nächste Station und da müssen wir nochmal in die Submerged Passage. Da haben wir allerdings keinen Wegpunkt. Ich überlege gerade, ob wir dann nicht uns zu The Ledge portieren und zurücklaufen. Ist wahrscheinlich am schnellsten, ne? Obwohl, ja doch, müsste eigentlich. Ja, das weiß man jetzt nicht so genau. Es könnte auch von Mud Flats genauso schnell gehen. Naja, die Wegpunkte sind ja immer am Anfang. Wenn wir dann zurücklaufen, müsste man eigentlich relativ schnell am... Komm, porten wir gehen mal zu The Ledge und gucken, genau, was passiert. Richtig. Richtig. The Ledge. Irgendwie wird schon gehen. Ja gut, jetzt müssen wir nur wissen, welche Richtung ich gleich. Ich gehe jetzt einfach mal rechts. Links was? Hier ist ein bisschen was los. Oh, ordentlich. Da hält ja was aus hier. Jo, ah ja, hier war es aber auch nicht, scheiße. Nein, ich glaube, es gibt keine Regel dafür, wo diese Wegpunkte sitzen. Ich dachte immer, die Wegpunkte wären relativ nah am Ausgang. Aber Server sagt nein. Richtig. Naja, wir werden den schon finden, dann laufen wir halt hier ein bisschen rum. Ja, in unserer jedes Mal neu generierten Map ist das halt ja so eine Sache, ne? Welchen Brand? Ein paar Projektile. Ups, ist Buh in der Butze. Was steht denn da rum? Das ist so ein Totem. Man es auch als Tank beschwören kann. Ach so, okay. Ja, also es gibt Totems, eine Attacke mit Totems habe ich gesehen. Die ziehen die komplette Aggro auf sich. Das heißt, wenn man halt im Singleplayer ist, stellt man so ein Totem hin, das geht als Tank ganz gut und kann dann mit einem AOE über die Gruppe winsen, die sich da um das Totem versammelt hat. Okay, ich muss jetzt gerade mal eine Waffe ausprobieren, die wollte ich die ganze Zeit schon haben. Ob die auch so eine Fernkampfattacke hat oder ob das wieder ein Nahkampf ist. Oh, das sieht aber gut aus hier. Ich glaube, jetzt kommen wir zurück. Ja, okay, das ist also dieses Horn ist also auch eine Art Fernkampf. Dennoch bleibe ich natürlich bei meiner alten. Ich wollte das nur mal getestet haben. Dann muss ich mal schauen, dass ich da demnächst mal ein besseres von erhalte. Ah, naja, sah gut aus, aber kommt dann doch nicht zum Ziel. So. Also, an Gegnern mangelt es in diesem Spiel nicht. Das ist schon weniger darauf ausgelegt, dass man jetzt irgendwie einzelne Stärke Gegner hat, sondern man hat echt immer wieder mit Horden zu tun. Aber man muss seine Skills dafür ganz gut kennen. Die Gegner werden unangenehm durch die Gruppengröße, nicht durch die einzelne Macht des einzelnen Gegners. Ja. Und man muss schon seine Skills beherrschen, um damit gut klarzukommen. Oh, ich glaube, das Ding hier macht Schaden. Ja. Das Ding. Interessiert mich trotzdem nicht. So. Da haben wir auch schon das magische Horn gerade gefunden. Welches magische Horn? Ach, das ist so eine Waffe. Goat's Horn, also ein Schafshorn irgendwie. Und das ist meine nächstbessere Waffe, die ich bisher noch nicht verwendet habe und die entziffere ich dann gerade noch. Was haben wir denn da? Spell Damage 12% hoch und Cast Speed 5%. Oh, hier liegt eine kleine Mana-Flasche, ich würde mir die mal nehmen. Was habe ich hier? Könnte mich noch ein bisschen mehr Mana gebrauchen. Habe ich noch irgendwo einen blauen Sockel frei? Ja, brauchst du noch eine Quecksilberflasche? Was war das nochmal? Ach, das war dieser Attack Speed, ne? Oder Bewegungsgeschwindigkeit.
Nee, die würde ich nicht verwenden. Ja, schade, jetzt habe ich dann einen blauen Sockel zu wenig, dann bleibt man doch wieder erst bei der alten Waffe und schauen wir weiter. Wäre langsam dankbar, wenn wir mal einen Ausgang finden würde. Ja. Ansonsten geht die Lösung des Quests in die nächste Folge. Geht es in die nächste Folge, ja. Wir haben ja gesagt, ne? Wir müssen ja auch immer mal wieder was zeigen. Und schauen, was wir da so machen können. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich Leichen springen kann. Meine kleine Leidenschaft. Ja, so, weiter geht's. Ich will einen Ausgang. Ja? Beklimm? Begleiten? Da wollen wir nicht hin. Das ist was anderes, gell? Ja. Also sind wir mal komplett in die falsche Richtung gelaufen. Wohin wollen wir denn überhaupt? Wie heißt denn das? Irgendwas mit Passage. Submerged Passage. Ach so, stimmt, dann müssen wir erstmal zurück und dann erst kommen wir ja, das ist ein Klampf. Ja, also sind wir ja doch in die komplett falsche Richtung losgelaufen. Ja. Aber ist doch schön hier, also ja, wunderbar. Ne? Muss man alles mal gesehen haben. Jo. Dann kennt man sich hier aus. Richtig gut. Da wird die Karte zu eignen. Zu? Ja? Nee, so, nee, sorry. Das waren gerade so viele Dinge auf einmal. Da kennt man sich hier richtig gut aus und dann wird die Karte dann wieder resettet. Ja, genau. Wenn man meint, sich dann auszukennen, dann wird es einmal frisch gemacht. Hier oben ist auch nichts so toll. Ja. Schön hier. Soko, ja, vielen Dank für die Idee, in die Richtung zu gehen, die du vorgeschlagen hast. Gell? Jetzt bin ich wieder schuld. Hat sich mal wieder überhaupt gar nicht gelohnt. Denn wenn wir zu beklimmt wollen, ist die Karte wieder resettet. Ja, so ein Reiseführer wäre mal ganz schön. Den könnte man mal finden. Huch! Mist. Ach, hier ist schon wieder. Oh oh. Oh oh. Haben wir auch gerade gesagt. Vorsicht, dein Leben. Gleich steht's 3-0. Ach, komm, bleiben. Was muss ich denn kaputt machen, damit das Ding hier aufhört? Weiß ich auch noch nicht. Ah, da ist er. Nee. Lightning Shrine, so, jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich das. Achso, das hätte ich einfach einsammeln müssen, dann wären die Gegner quasi von selbst kaputt gegangen. Ach ja, gucke. Schau einer, guck. Ja, schade. Schön, wenn man das doch alles... dann auch mal irgendwann rausfindet, aber naja. Besser spät als nie. Und ich muss mal schauen, dass ich nochmal irgendwie mein Zoo hier auferstehen lasse. Den brauchst du nicht, der nervt. Also ich weiß, was noch viel mehr nervt, das ist dieser Schrein, den ich im Kopf habe. Das ist ja... So, letzte Chance. Und? Ah, da wollen wir doch hin. Ja, oh, endlich Ruhe. Ah, und der Schrein ist weg, gut. Dann müssen wir jetzt den Weg wohin finden zu diesem. Ja, das müssen wir mal schauen, wie es heißt. Weller, Dings da. Ja. Gehen wir da unten lang. So. Ah. Da ist schon ein Durchgang. Was haben wir hier?
Ach nee, das ist nur so ein Torbogen. Da. Ja, gerade genauso. Hast du jetzt den Stock da aufgehoben? Das wüsste ich komplett mal. Oder hab ich das? Nee, ich hab's immer noch. Scheiß hier schmeißen wir wieder weg. Ja, schnetzel du mal ein bisschen weiter. Ich muss mal hier was. Hier unten geht's tatsächlich runter. Oder raus. Plus one to level off. Ah, okay. The lower submerged passage. Naja, nee, da müssen wir nicht hin. Da müssen wir nicht hin. The lower doch, würde ich sagen. Nein, the lower submerged war doch dann zurück zur in Richtung Stadt. Nein. Ich glaube, wir müssen in irgendeine Art Kellergewölbe, deswegen fände ich Lower ja gar nicht ganz falsch. Ah ja, probieren wir es, aber ich meine, das war der Weg zurück. Ja, weil hier heißt es, The Dweller of the Deep, a giant crab lurking in the depths below the submerged passage. Aha. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Aber ich meinte, wir waren daher gekommen. Nicht diskutieren, schauen. Jawohl! Bringt da einfach Monster von da hinten mit. Was stellt das eigentlich da? Ich würde sagen, Eichschwanzkrebse. Nee. Also irgend sowas Krebsartiges oder was? Ja, so. Nein, sie heißt ja schon Krustazier. Ach so. War ja sehr kreativ. Ah, ich sehe jetzt erst, dass du ja woanders lang gegangen bist, mal wieder. Nein, ich bin da geblieben, wo wir waren. Wir wollen ja schon bei der Wahrheit bleiben. Flooded Deaths, das sieht doch nach. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch nach einem Plan aus. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder ordentlich aufräumen. Ja. Schade, keine Kiste. So läuft das auf jeden Fall gut. Ne, so, nochmal. So geht das. So. Also, ich will mal einen anderen Weg, Koja. Ah, na gut. Da fällt mir auf, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass ich ein Level ab habe. Ja, dann habe ich auch, den ich mir noch auf. Wir sind eh überlevelig hier und dann. My Firestorm Gem is ready to level up. Haben wir doch glatt mal gemacht. Und die Zombie müssen wir auch nochmal wieder beschwören. Du wirst jetzt gerade angegriffen, ohne dass es dir passiert. Ja, ist ja eher langweilig. Nur 35 Gegner. Oh, hier kommt was Größeres. Ich würde sagen, das ist doch unsere Krabbe, ne? Was habe ich jetzt? Diamond Man? You always get critical strikes, das ist doch sehr gut. Wo denn diese Schreine her? Ich stand da rum und die waren alle mit diesem Schrein. Also wenn du den Schrein nicht nimmst, dann haben es die Gegner für dich, quasi. Und darum ist es wichtig, diesen Schrein schnell zu nehmen, so habe ich das Gefühl, denn die hatten alle diese Aura um sich rum. Too much clutter. Da liegt was, Moment. Handschuhe hab ich. Hast du sie genommen? Ja. Ach, verdammt.
Ja, wir tauschen doch nachher eh, wenn's. Ja, ja, ist doch klar. Hey, hey, wo geht's lang da? Ja, das ist schön mit Critical Strikes. Da sind sie alle gleich quasi ja. One-Hit. Kann ich ja aber, mit dem Finger in der Nase bohren. Ja, jetzt aber nicht mehr, weil jetzt ist der Schwein abgelaufen. Aha, da macht doch was. Oh, der verlangsamt uns. Vorsicht. Das ist jetzt recht simpel, wenn du das Vieh da vorne mit Aqua auf dich hast. Ach, aber irgendwie gibt's das nochmal. Too much clutter. Okay. Go dann Horn. Würde ich doch sagen, sehr schön, den brauche ich. Best abgeschlossen. Ja, lass das Goat's Horn bitte liegen, das nehme ich dann gleich. Und dann haben wir die. Ah, endlich, die hat auch die richtigen Sockel. Jetzt muss das nur noch gute Stats haben. Oh ja. Ja. Bin? Ja, warte, ja. Ach ja, komm, das ist okay. So, darf ich ganz kurz ein bisschen spoilern an der Stelle? Nein. Nein, nichts, nicht Schlimmes. Nichts, was mit der Story zu tun hat. Too much class. Ja. Es gibt einen weiteren Wegpunkt in dieser Höhle insgesamt, in der Submerged Passage. Vielleicht sollten wir den suchen. Ah ja, gut, vielleicht. Ja, andererseits braucht man fast nicht mehr. Aber wir räumen hier auf jeden Fall noch auf. Hier unten waren wir ja noch gar nicht. Also, ich glaube, das war alles, gell? Das war auch schon alles, ja. Aber ja, gut, dann nehmen wir uns den Wegpunkt und dann gehen wir über diesen Wegpunkt zurück in die Stadt, ein bisschen was zu verkaufen. Haben wir ja auch. Eben. Ach komm, hier mein Zoo. Ja, ich, dumm gelaufen. Ich dumm gelaufen, ja. Ich liebe sowas. Ja. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Höhlenwanderung. Die Dab, die Dui-Dui. Da. Und da. Ja, dann schauen wir hier mal nach dem. Oder warte mal, hier oben geht's durch, gell? Hier. Nee. Geht's hier nicht durch? Ach, hier, komm, haben wir wieder zum Rundrumlaufen. Schön, oder? So. Ja, schön, machen wir ja, das doch alle mal. So. Dann reiten wir weiter. Da, endlich wieder Gegner. Das ist schön. War das ein Sch- Oh, hier ist wieder was los. Ich hol mir mal den Lightning Shrine, ich überlebe das schon irgendwie. So. Ist fast ein bisschen überladen. Es nervt wieder ein wenig. Ich kann mich nämlich kaum selbst hören. Ja, ich muss da unbedingt an der Einstellung was machen. Ist relativ schwierig für Gegner auszumachen. Ja, Also es ist ja gut gemeint für die Gegnergruppen, aber diesen ganzen Effekten ist das doch eher viel mehr. Blitzen nervt mich tierisch. Es ist einfach ein wenig zu laut. Koya, nimm bitte deine Tabletten wieder. Wenn das was aufhört, danke. Also, für Epileptiker ungeeignet. So, ich glaube, hier kamen wir her. Mudflats. Achso, huch, jetzt ja. Bin ich da reingelaufen. Das, aber da ist das den Wegpunkt. Wir wollten doch eigentlich den Wegpunkt. Ja, deswegen solltest du da nicht rauslaufen. Ja, ne? Gut. Dachte ich mir fast. Bin ich wieder da. Zum Glück ist die Kante noch gleich geblieben. Wenn du jetzt mitgegangen wärst, hätten wir, glaube ich, alle wär's nochmal. Ja, aber irgendwo geht's doch hoch in die Upper. Ach, da unten. Hier ist noch eine Ecke, wo wir nicht waren. Ach, da oben? Ja, vielleicht ist da der Wegpunkt.
Wobei der dann ja schon auch... Geht's wieder irgendwo hin? Sollte vielleicht wieder nur einer durchlaufen. Nee, hier geht's nirgendwo hin. Ach nee, geht's nirgendwo hin, das war nur so eine... Was? Oh Gott, Entschuldigung. Tut mir leid für diese Konversation gerade. Das macht die Hitze, ja. Man muss dazu mal sagen, hier sind es momentan draußen... Ah, hier ist der Weg. Hier sind es momentan draußen deutlich über 30 Grad. Ja, und das Thermometer in meinem Zimmer mit zwei laufenden Rechnern sagt gerade 33 Grad an. Bitte entschuldigt, wenn mir das Hirn eintrocknet. Ja, und was macht man da bei solchen Temperaturen? Natürlich, man schließt sich daheim ein und zockt. Nee, ohne Spaß, es ist draußen. Guck mal, hier ist ein Dungeon. Och, da hätte ich doch jetzt Lust drauf, oder? Ja, das wäre doch nochmal was. Mal. Das packt man doch noch in die Folge rein. Packt man das noch rein in die Folge? Ach, das packt man noch rein, nee. Jetzt sind wir gerade hier. Nee, komm, das ist ein schöner Cliffhanger. Ja? Ja, hier machen wir einen Folgenschnitt. Ihr werdet uns hassen dafür, ich weiß. Aber... Ja, die Spannung steigt. Wie es weitergeht... Die beiden Noobs schaffen, aus Dungeon zu überleben. Ihr genau. werdet es leider erst in der nächsten Folge herausfinden. Genau. Bis dahin. Viel Groß. Spaß.